Moin, meine Leute, herzlich willkommen bei Stardew Valley. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schaut euch das mal an, unser neues Zuhause ist endlich ready. So sieht unser Zimmer jetzt hier aus und ja, die Wohnung ist nochmal um einiges größer geworden. Living off the land ist heute wieder ein Thema hier. Ich möchte über berühmte Abenteurer in der Gilde nahe Pelican Town reden. Der Gildenleiter Marlon hat ein paar nette Blablabla, ja, ich weiß. Naja, okay. Das kennen wir ja schon. So, hier ist jetzt unsere Truhe, wo wir den anderen Hut hier noch haben. Und, ja, hier ist irgendwie jetzt noch ein anderer Raum. Da stehen jetzt diese Sachen drin. Und hier ist ein Kinderzimmer. Ja, das heißt, wir können jetzt scheinbar auch Kinder bekommen. Und, da müssen wir natürlich Haley erstmal von überzeugen. Wenn sie dann irgendwann mal hier vielleicht bei uns einziehen möchte, dann würden wir uns natürlich freuen. So, das kommt hier rein. Und wir bewässern erstmal unsere Pflanzen, würde ich sagen. Ja, was liegt heute an? Ich würde sagen, wir begeben uns heute mal wieder auf Abenteuerreise und gehen in die Mine. Ich glaube, es ist schon sinnvoll, wenn wir das mal wieder machen. So, das wird gegossen, das. Und die ganzen, ups. Die ganzen Kartoffeln werden wir natürlich ernten. So. Gut, dann gehen wir mal eben zu... Ups. Oh Gott, du sollst doch nur die... So, genau. Das wollte ich eigentlich machen. Boah, was ein Scheiße. Ich meine, gut, theoretisch könnten wir die hier sogar weglassen. Weil wir die aktuell sowieso nicht nutzen. So, guten Morgen, Hühner. Steht wieder alle nur im Weg rum. Warum haben die jetzt wieder nur normale Eier für mich? Hier ist ein großes... Komisch, das ist so unterschiedlich irgendwie immer. Ah, die mögen uns jetzt alle. Also wir haben eigentlich, ja. Besser geht's ja eigentlich gar nicht mehr mit denen. So, ach ja, hier sind auch noch Kartoffeln. Bevor wir zu Haley gehen... Achso, warte, wenn wir jetzt heute eh in der Wüste sind, muss ich auf jeden Fall Seeds kaufen. Das ist wichtig. Für den Sommer, dass wir da wieder ein paar Seeds haben. Die Starfruit ist, glaube ich, ganz groß im Gespräch jetzt dann im Sommer. Und wir müssen Mais anpflanzen. Das steht auf jeden Fall fest. Nee, die hat keine Milch. So, die Schafe haben auch wieder keine Wolle für mich. Trotzdem werden sie natürlich hier alle lieb begrüßt von mir. Wird ein guter Morgen gewünscht. Und dann werden die Tiere jetzt auch schon wieder rausgelassen. So. Oh, ich muss mal wieder hier den Obstbaum, ne? Ja. Wie sieht's mit Pilzen aus? Dürfte eigentlich noch nicht ready sein, hätte ich gedacht. Okay. So, sehr schön. Dann haben wir eigentlich soweit alles geschafft, was wir heute schaffen müssen. Dann könnten wir theoretisch jetzt eigentlich schon... Ups, nee, das eigentlich. Aber die Kartoffeln. So. Und Oak Resin... Haben wir auch schon mal hier wieder. So, die Pilze kommen hier rein. Dann, das Gericht ist hier hinten, glaube ich. Ein Aal nehmen wir mit. Kommt aber noch hier unten rein. Okay, ja. War jetzt irgendwie ein bisschen doof, dass ich die Milch da oben reingetan habe und nicht die Eier. So, und die Milch kommt dahin. Alles klar, Leute. Dann können wir uns jetzt eigentlich auf die Reise begeben. Wie spät ist denn das jetzt? Ah, doch, die Alte müsste jetzt hier gleich auch aufkreuzen. Ich werde aber nochmal eben schnell zu Haley rennen, damit wir ihr noch den Amethysten schenken können heute. Ja, und ich weiß, mein Inventar ist jetzt wieder sehr voll dafür, dass ich die Mine aufsuche. Aber notfalls werden wir halt das eine oder andere dort lassen. Bin jetzt eh schon spät dran für die Mine. Normalerweise sollte man versuchen, so schnell wie möglich dahin zu kommen. So. Hey, Baby. So, bitteschön für mich. Vielen Dank, sagt sie. Oh, okay, sie hat Essen gekocht und es hat sogar gut geschmeckt, aber sie hat einen riesen Saustall in der Küche angerichtet. So. Oh! Oh! 9 Herzen! Geil, Leute. Gebt mir schon ein bisschen dabei ab, ey. Ah, ich musste mal gerade was trinken. Es ist hier oben immer so arschheiß, wo ich aufnehme.
So, jetzt muss ich mir noch mal neu positionieren und dann kann es weitergehen. Alles nicht so einfach hier. Ja, jetzt haben wir eine Stunde quasi verblödelt hier. Das hole ich jetzt nicht. Genauso wenig wie die Blumen. Ach scheiße, hat die Alte heute zu? Scheiße. Okay, Donnerstag arbeitet die nicht, so wie es aussieht. Das darf doch nicht wahr sein. Morgen muss ich auf jeden Fall in die Wüste. Mache ich denn heute dann? Was mache ich denn jetzt, wenn ich nicht in die Wüste kann? Die anderen Seeds bei dem anderen Typen kann man ja noch nicht kaufen. Hey. So. Donnerstag. Das heißt, dieser wunderliche Typ ist auch nicht da. So, manchmal denke ich mir so, überspringe ich den Tag einfach, aber kann ich auch nicht bringen. Ah, hier ist noch die Lead. Ist die Quest noch aktuell? Nee. Shit. Na gut, Pech gehabt. Wer nicht will, der hat schon. Heute hätte ich dir eine bringen können, sogar eine goldene. Aber du wolltest ja nicht warten, selber schuld. So, dann holen wir uns ein bisschen Hardwood. Habe ich die letzten Tage auch wieder vernachlässigt. Es ist echt, also bei Stardew Valley, man hat eigentlich so viel zu tun. Wir könnten dann natürlich noch... Warte mal, wie spät ist denn das jetzt? Ja, ist noch nicht so spät, ne? Ah, die Alte hat wieder nicht so lange auf. Ich überlege gerade, ob wir nochmal zu Robin gehen. Und nochmal eine Farm-Dingens bauen. Ich weiß, da unten ist noch Hardwood, aber ich weiß nicht, wie lange Robin auf hat. 5 Uhr. Hoffen wir mal, dass Robin heute arbeitet. Ob ich den Stall mir jetzt gönne, oder... Ja, der Stall wäre halt geil wegen dem Pferd, ne? Ja, ich glaube, ich hole mir wirklich erst den Stall. Aber halt, nee, das... Ich muss gucken, wie teuer der Stall nochmal war. Muss nochmal gucken. Wow, was machst du denn hier unten, Lisa? Krass. Will sich mal anschauen, was hier unten auf der Farm so abgeht. Das Problem ist halt, wir nehmen erstmal sämtliche Ressourcen mit, ist ja egal. Holz, Stein, Hardwood und Fiber. Ich weiß nicht genau, brauchen wir Lehm vielleicht noch? Lehm, da. Das ist eigentlich alles, was wir gebrauchen könnten. Hallo Küchen. Ah, siehst du, die anderen Obstbäume sind jetzt auch fertig. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt die Äpfel auch demnächst bekommen. Ah, hier ist noch eine Leak. Ach, das andere, das ist doch dieser Wild Radish. Ja, genau. Gut, alles klar. Dann habe ich gerade die Leaks. Ich habe die, glaube ich, vorhin Leak genannt. So, ich glaube, wir haben sowieso nicht genug Hardwood, weil wir so viel fürs Haus geopfert hatten. So, Robin ist sogar da. Sehr schön. Also, was wir machen könnten... 100 Hardwood, 5 Eisenbarren. Ah, okay, shit. Oh, 5 mal Kupfer. Ah. 5 mal Kupfer, shit. Schaffen wir das jetzt noch rechtzeitig? Oh, das könnte richtig knapp werden. Dann haben wir auf jeden Fall, glaube ich, keine Nahrungsprobleme mehr. Glaube ich. Rechnen wir nochmal durch nachher. 28 Tage? Ne, sollte er hinhauen, glaube ich. Warte, Kupfer wurde gesagt, ne? So. Und wieder zurück. Doch, theoretisch könnten wir es noch schaffen, wenn sie wirklich bis 5 Uhr da bleibt und auch arbeitet so lang. Sonst wäre es halt ein bisschen doof. Aber wir glauben mal dran, dass das alles hinhaut. Robin, die wartet auf uns, oder? Komm schon. Bitte warte. Wir wollen dir doch Geld geben. Naja, die 100, denkt man sich dann auch wahrscheinlich. Die hat ja auch... Ja, ich brauche was gebaut, danke. Ja, also das wäre auf jeden Fall hier das nächste, was wir da machen müssten. Brauchen wir Hardwood für. Ein Brunnen ist nicht so wichtig. Ja, ein zweiter Stall wäre halt irgendwann auch nochmal cool. Eine Slime-Farm wäre auch lustig, ne? Eine Iridium-Barren brauche ich dafür. Müssen wir mal schauen. Ja, wir bauen das hier erstmal. Und ich würde sagen, das hauen wir auch nach ganz links.
Da ist Platz. Können wir direkt hier ran eigentlich sogar bauen. So, da kann das Silo hin. Okay, ich werde morgen starten und es wird dann bald fertig sein. Danke. Sehr gut. Dann haben wir auf jeden Fall genügend Silos für den Winter, denke ich. Ich guck mal gleich, wie viele wir jetzt haben. Wie viel Kapazität. Und wie viel wir bekommen, wenn einer ein Silo dazukommt. So, das heißt, uns fehlt eigentlich nur 11 von dem Hardwood. Ah, eine neue Quest. Fresh Parsnip. Parsnip, habe ich nicht noch einen? Ich glaube, ich habe mal so ein paar auf Lager gehabt irgendwie. Ich schau mal. Wenn wir noch eine haben, dann bekommt der Magier sie. Wenn nicht, hat er halt Pech. Soll er weinen gehen? Soll er sich beschweren beim Stadtrat, dass ich eine Quest angenommen habe und die nicht erfüllt habe? Was willst du tun, Magier? Hä? Willst du mich verklagen oder was? So. Das kommt alles hier weg. Und die Mayo auch. Und wir haben keine Parsnip hier. Nö, haben wir nicht. Ich habe jetzt nochmal ganz in Ruhe geschaut. Ja, dann hat er Pech, der Magier. So, die Ressourcen können hier rein, aber wartet. Das. Und die Slimes. Und hier kommt das Oak Reason rein. So, morgen dann aber in die Dingens gehen, ne? In die Höhle, würde ich sagen. Ich gehe jetzt nochmal in den Wald. Oh, guck mal, das. Die Tiere gehen heute gar nicht rein, obwohl es schon 5 Uhr ist. Merkwürdig. Ich gehe jetzt noch einmal in den Wald, hole die restlichen 4 Hardwood, die wir da noch über haben für heute. Und dann ist der Tag eigentlich schon wieder so gut wie gelaufen. Na, die Bäume sind nachgewachsen hier. So, wo ist hier der Eingang wieder? Hier. Dankeschön. Ja, also in dem Wald hier kann man immer sich die ganzen Hardwood-Dinger holen. Das ist eigentlich ganz gut zu wissen. Ansonsten würde man irgendwann Probleme kriegen mit dem Hardwood. Das wird dann einfach zu knapp. Auf der Farm kann man dann auch nicht mehr so viel holen. Ich bin schon überlegen, wie viele Starfruit-Dinger wir gleich kaufen. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch Melonen und Mais. So viel steht schon mal fest. Weil wir da auf jeden Fall goldene Früchte brauchen. Um die Quest abzuschließen bei den Wichteln. Und dann sind wir durch, meine ich, was die Wichtel angeht, ne? Ah, hier, die Bäume sind fertig. Da könnte ein Tepper ran. Wie teuer war so ein Tepper? Ah, guck mal, ich muss so einen Slime-Incubator noch bauen. Tepper. 2x Kupfer und 40 Holz. 2 Kupfer, 40 Holz. Wow, okay. Das ist schon wieder echt. Und 40 Holz. Das bedeutet 80, weil wir natürlich 2 Stück bauen wollen. Ups. So. Und dann. Hier sind die guten Stücke. Dann kommen die da unten ran. Denn das Business hier muss natürlich laufen, das Weinbusiness. Wir haben volle Kanne in den Alkohol investiert hier. Aber es zahlt sich ja offensichtlich aus, ne? So, oh, die gehen immer schnell, das ist immer geil. Machen wir nochmal 15. Wie gesagt, morgen gehen wir sowieso wieder in die Höhle. Dann würde ich sagen, füllen wir die Vorräte ein bisschen auf. Die können hier rein, dann sortieren wir es mal eben neu. Haley haben wir auch schon beschenkt, 2-mal in dieser Woche. Das heißt, dort können wir auch nichts mehr machen. Und dann würde ich fast sagen, ja, die Gießkanne brauche ich morgen nochmal. Ah, wir legen das morgen ab. Wir legen das morgen ab. So, 7 Uhr. Hm, die Türen müssen wir noch schließen an den Tierstellen. So. Und auch bei den großen Tieren. Ich weiß zwar nicht, was für Tiere. Ein Fuchs wird ja wohl kaum eine Kuh angreifen, oder? Ein Schaf ist auch zu groß. Ein Schaf wird vielleicht vom Wolf angegriffen, aber ich glaube nicht, dass es hier Wölfe gibt.
Aber vom Fuchs ja nicht. Der wäre zu klein. Gänse könnten noch angegriffen werden von Füchsen. Aber Gänse gibt es ja sowieso nicht. Es gibt ja nur noch Hasen. Stimmt, wir müssen Hasen noch holen und Schweine. Das sind so die nächsten Tiere eigentlich, die noch auf der Liste stehen. Aber von dem Geld, was wir jetzt haben, müssen wir mal morgen gucken, wie viele Starfruits wir davon noch kaufen können. Denn die sind auch wichtig. Ah ja, und ich wollte schauen, wie viel Kapazitäten wir aktuell durch die Silos haben. Jetzt haben wir her. Das heißt, wir bekommen nochmal 240 dazu, dann haben wir 720 und wir verbrauchen am Tag 24, das heißt, ein Silo reicht für 10 Tage, das heißt, drei Silos reichen genau durch die Zeit, obwohl wir verbrauchen nicht mal 24, weil die Kapazitäten noch nicht ausgeschöpft sind. Aktuell haben wir 17 Tiere, na, wir können noch 7 Tiere dazu bekommen, also 17 Tiere haben wir aktuell, Leute. Ja, und deswegen kommen wir auf jeden Fall durch den Winter jetzt mit den neuen Kapazitäten, die wir jetzt noch dazu bekommen werden, die nächste Zeit. Müssen wir die nur voll machen, die Silos. Und das Silo hier stört mich so ein bisschen, weil ich würde gerne, wenn die Keck-Reihe jetzt nachher bis hier hingeht oder so, dann hätte ich es gerne, dass wir dann hier oben noch mehr Kecks platzieren. Ja, so, das ist mein Plan für die Zukunft. So, es wird schon wieder spät, Leute, lasst uns einfach hinhauen. Wir legen uns jetzt hin. Schönes Haus haben wir jetzt. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Also das soll wieder genau vor die Tür, bitte. Warum geht das nicht? So, weil ich da drauf stand. Okay. Das Bett können wir leider nicht verschieben, Leute. Wir gehen schlafen und schauen mal, ein bisschen Geld haben wir verdient. Aber nicht so viel. Nee, war nicht ganz so viel. 2900... Mayonnaise und so weiter, ist unser Tagesbedarf quasi gedeckt wieder. 3000 fast. Leute, das läuft. Morgen geht's dann in die Skeletthöhle und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein.